Hallo, meine lieben Freunde, hier ist euer GeekSeVess. Ich bringe euch hier ein Domination Gameplay auf der Map Lockdown in Modern Warfare 3. Ja, das war sehr schnell gesprochen. Ich snippere hier in diesem Spiel mit der L118A, meine Sekundärwaffe. Habe ich keine Ahnung, was die ist, denn dieses ist mein erstes Gameplay mit der L118A. Mein allererstes. Ihr fragt euch wahrscheinlich, USP, meine Sekundärwaffe, das hat's geklärt. Ja, ihr fragt euch, warum hast du jetzt erst mit der L118A angefangen? Ja, falls ihr wisst, das ist mein drittes Match, das ich jemals gespielt habe. Ich habe mein zweites gepostet, mein erstes nicht. Denn das erste war scheiße, verratet es aber keinem. Und ja, für das zweite Match, das dritte Match, das ich jemals gespielt habe im Modern Warfare 3, bin ich da gar nicht so schlecht. Ich habe noch keine Tarnung, keine Aufsätze, nichts. Also, ich spiele sie Vanilla, wie man sie auch nennt. Ja. Da kommt ein Gegner, den habe ich geknifft. Kommando, und dann wurde ich erschossen. Das war vor dem 1.04 Patch, mit dem wir jetzt spielen. Das war 1.02 noch. Und mir gefällt es einfach, dass es wieder die typischen Modern Warfare 2 Bewegungen und alles macht. Und dabei übersehe ich dann die ganzen Gegner. Ja, hier werde ich ein paar Mal massakriert. Und ja, ich werde in der Zukunft hoffentlich mehr Gameplay posten. Ich habe jetzt eine LAN-Verbindung in meinem Zimmer. Ja. Also, ihr könnt mehr Gameplay erwarten. Minecraft wird... Minecraft. Ich habe heute wieder gespielt, bin auch weitergekommen. Nur, ich rendere gerade von meiner Let's Play gerade etwas. Ich werde vielleicht mit meinen Freunden so einen Server machen, wo wir dann so Let's Play on the Server, Let's Play together machen. Wem das gefallen würde, der schreit ja. Da ist eine Message, die ich ignoriert habe. Ja, es gibt Kinomodus. Ich habe alle Gameplays im Kinomodus. Und ja. Bumm, da ist das Auto in die Luft gegangen. Ja, meine Perks sind, glaube ich, schneller ziehen. Und ich sterbe gerade die ganze Zeit. Vielleicht war es doch kein ganz gutes Gameplay. Ich sterbe. Diese Map hier gefällt mir recht gut eigentlich. Wenn ich ehrlich bin. Eine meiner Lieblingsmap für Snipern, für Quickscopen. So Dome, die Map gefällt mir auch recht gut, aber da snipe ich halt wann und schon mit Beretta oder ich gehe mit einem Sturmgewehr durch und dann hole ich meinen Offspray Gunner raus. Falls ihr ein bisschen was Sturmgewehrmäßiges sehen wollt, müsst ihr es einfach sagen. Ich spiele ein bisschen Dome oder was auch immer mit der G36, der TVL irgendwas oder der TVL irgendwas, so nenne ich die Waffe jetzt. Und ja, ich habe mir Assassin's Creed 4 Revelations gekauft. Das war ziemlich geil, ja. Ich habe es mir vorgestern gekauft. Yep, und habe es gestern ausgespielt. Also, ja. Da seht ihr mal, wie kurz das war und vergleichsmäßig, wie gut das ich bin. Ja, da war ein Gegner. PS, Handfeuerwaffen brauchen lange Zeit, um Leute zu killen. Da war eine Bouncing Betty, die habe ich zum Glück, bin ich da nicht reingerannt. Ich tue Chasen, das ist das eine, was man nicht tun soll, darf, was auch immer. Kriegen Hitmarker. Und dann werde ich, weiß ich, von Osprey an oder was auch immer. Ja, Modern Warfare 3, mir gefällt das Spiel recht episch. Am Anfang war es nicht zu meinem Fall, da das Teil hat mich in die Luft gehängt. Und ja, mir gefällt das Spiel. Hitmarker. Und ich vergesse die ganze Zeit das Ding da, das mich immer wieder tötet. Das IMS, glaube ich, heißt das. Ja, IMS heißt das. Jo. Ja. Also, meine Killstreaks, also es sind Pointstreaks. Ich nehme mir, also mit meinem Sturmgewehrwert benutze ich immer nur die die Killstreaks mit der Sniper, die Pointstreaks, weil ich habe da, ich glaube, UAV, Special UAV und vielleicht da konnte UAV drin.
Ja, mit der Sniper geht es mir nicht um die vielen Kills, sondern um coole Clips, und dafür brauche ich einen erhellten Bildschirm, der sich wie immer bei der Aufnahme ausschaltet. Und ja, in Modern Warfare 3 gibt es jetzt eine Art Nuke, aber das ist keine Game-Ending-Nuke, sondern eine normale Nuke. Das heißt, das Spiel geht weiter, die Gegner spawnen und du stirbst nicht und deine Teammates sterben auch nicht. Das heißt, du kannst mit einer MOB, heißt das, das ist 25-Kill-Streak, du musst, es zählen nur Waffenkills und Granaten, also wenn so ein Killstreak-Kill, die stacken sich nicht. Hier verbesserte Aufklärungsdrohne. Da haben wir mal das. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie man das aus der Hand nimmt. Und ja, jetzt habe ich herausgefunden, wie man es aus der Hand nimmt, aber jetzt ist es sowieso schon zu spät. Ja, die MOB, so heißt das. Seht ihr es, ich sehe bei meinem Status schon oben rechts, dass ich ziemlich niedriges Level bin. Jetzt bin ich, glaube ich, Level 4 und 5. Ich zocke nicht so megamäßig extrem, wie ihr vielleicht glaubt. Aber ja, schon ein bisschen zocken, das muss sein. Mir gefällt übrigens der Reload Cancel. Also, ich vermisse den Reload Cancel der Intervention. Wenn Comet ausgeschossen hat, hat man ja nur das Magazin rausziehen müssen. Das war so ein kleiner Tipp. Ich wünschte, sie würden da so Bugs einfügen, damit man, wenn man das weiß, dass man das dann auch machen kann. Falls ihr wollt, dass ich ganz, ganz ehrlich bin, mir hat Modern Warfare 2 besser gefallen. Mir hat sogar Black Ops gut gefallen, zwar nicht so gut wie das hier jetzt, aber Black Ops war gebalanceder. Gebalanced, was auch immer das heißt, dass sie, dass es gut ausgeglichen war. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe, aber es war offensichtlich gut. Ja, ich bin hier noch nicht. Ich muss. Ich rede Schwachsinn, nicht? Also hier am Anfang hatte ich noch Probleme, immer wieder aufs UAV zu schauen, denn bei Black Ops gewohnt man sich das ab, denn es benutzt ja sowieso jedes Schwein Ghost. Es gibt es hier auch nur, das bekommt man erst ganz, ganz spät. Da hinten war ein Gegner, ich bin einfach mal so weggelaufen. Also ich glaube, ich werde dann dieses Game in positiven KD, ich weiß nicht. Wieder zurück zu Assassin's Creed 4, es war ein totaler Cliffhanger am Ende. Das heißt, die Desmond Story war ein Cliffhanger, die alte Ezio Story nicht. Ich erzähle aber nichts von der Story, denn ich sollte es selber spielen. Ist recht geil, ist zwar kurz, aber man erfährt Wichtiges vom alten Ehe. Vom alten Ian, ja. Alter Ehe, Alarm, Bilan. Und da war ein Smokeshot. Ja. Ich nenne ab sofort so Schüsse durch den Rauch, nenne ich ab sofort Smokeshot. So heißen die offiziell jetzt. Seit gerade eben. Und ja, das Gameplay, das kommt langsam dem Ende zu. Ich versuche noch einen random Knife-Wurf. Ich hätte fast Tomok gesagt, das war das Gameplay. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Tüdelü, hier ist die Killcam. Seht mit dieser Waffe, wie auch immer sie heißt. Mir gefällt der Rückstoß. Ja, dann tschüss.